فلا مضل له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsstoff Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, Barakallahu Fikum, mit dem Buch von Al-Tahara. Und wir sind bei Hadith Nummer 110 von Buch Al-Tahara von dem von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Wir nehmen die beiden Hadithe, weil die miteinander zu tun haben, und zwar Hadith 110 und Hadith 111. Hadith 110 ist überliefert von Aisha, Ridwanullahi alayha, die Frau von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. 111 von Maimuna, Ridwanullahi alayha, auch die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das geht in diesem Kapitel um Ghusl. Al-Ghusl, das ist die ganze Körperwaschung. Die Ganzkörperwaschung, Barakallahu Fikum, wie macht man das genau? Aisha, Ridwanullahi alayha, Aisha, Ridwanullahi alayha, erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, als er sich von Janaba, Janaba, wir haben schon erklärt, was Janaba bedeutet. Janaba, es ist der Zustand von einem Menschen nach Geschlechtsverkehrprozess oder nach feuchten Traum. Das wird mit anderen Wörtern nach Samenguss. Dies nennt man Janaba. Und die Person nennt man Junub. Ob Mann oder Frau, nennt man Junub. Und das Zustand nennt man Janaba. Aisha radhiyallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, als er sich von Janaba waschen wollte. Was hat er gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Er hat Salawat Rabbi wa salamuhu alayhi angefangen mit seinen Händen. Da hat sie gesagt, Aisha, er hat angefangen und er hat seine Hände gewaschen. Er hat seine Hände gewaschen. Dann hat er thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Dann hat er Gießen von Wasser mit rechter Hand auf links. Der nimmt Wasser und er schüttet mit seiner rechten auf der linken. Dann yaghsilu farjah, ghassala fayaghsilu farjah. Er hat sein Geschlechtsorgan gewaschen. Mit der linken Hand hat er sein Geschlechtsorgan gewaschen. Dann hat er Wudu genommen. Wudu genommen. Dann hat er Barakallahu fikum, dann hat er Wudu genommen. Dann hat er Wudu genommen. Dann hat er Wasser genommen. Wasser genommen und er tat seine Finger zwischen den Haaren des Kopfes. Da hört Finger mit Wasser zwischen Haaren, Kopfhaaren. Dann hat er drei Handmengen Wasser genommen. Drei Handmengen Wasser genommen und er hat das geschüttet auf seinen Kopf und auf seinen ganzen Körper. Auf den ganzen Körper.
Und am Ende hat er seine Füße gewaschen. Das ist barakallahu fikum klar. Ich denke, das ist so detailliert erklärt von ihr, von Aisha radhiyallahu alaiha, dass wir barakallahu fikum Klarheit haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erstmal seine Hände gewaschen, salawatu rabbi wa salamu alaihi, dann hat er die linke Hand genommen, er hat sein Geschlechtsorgan sallallahu alaihi wasallam gewaschen und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von rechten auf der linken erstmal Wasser geschüttet, hat sein Geschlechtsorgan gewaschen und dann hat er Wudu genommen. Dann hat er Wudu genommen, wie zum Gebet, die ganze rituale Waschung. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Haare, er hat dreimal auf den Kopf Haare geschüttet und er hat die Finger zwischen den Haaren gewaschen, dass das Wasser in den Haaren reingeht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wasser auf den ganzen Körper geschüttet und am Ende hat er salawatu rabbi wa salamu alaihi die Füße gewaschen. Das ist die Überlieferung von Aisha radhiyallahu anha. Dann kommt 111, das ist auch bei Al-Bukhari und Muslim und das ist von Maymuna radhiyallahu anha, auch die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pass auf, die hat auch das Gleiche erzählt eigentlich. Der hat das Gleiche erzählt, aber nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wasser mit der rechten Hand auf der linken Hand geschüttet hat, was hat er gemacht? Er hat sein Geschlechtsorgan mit seiner linken Hand gewaschen. Und dann hat er das auf den Boden geschlagen und in einer Überlieferung Barakallahu fikum, Barakallahu khairan. In einer Überlieferung hat er gegen den Boden oder die Wand, hat er Salawatu Rabbi wa Salamuhu alayhi, er hat das gerieben gegen die Wand und einmal gegen den Boden. Natürlich, das hat einen Sinn, warum. Am Ende von Hadith von Maymuna, dann habe ich ihm ein Tuch gegeben, damit er sich trocknet. Er hat das nicht genommen. Und es gibt auch in dieser Überlieferung, und er hat das Wasser sozusagen mit der Hand von seinem Körper getrocknet. Was ist das jetzt für uns beide Hadithe? Was können wir dazu sagen? Erstmal hier, barakallahu fikum, wird detailliert erklärt, wie man Ganzkörperwaschung macht nach Janaba. Oder überhaupt, wenn du dich, das ist Rüssel, wenn du Rüssel machen willst, was du zu machen hast. Das heißt, erstmal wäscht man die Hände bis Handgelenk. Dann wäscht man sich von vorne und von hinten mit der linken Hand. Nicht mit der rechten. Mit der linken Hand. Mit der rechten, es gibt Verbot. Es gibt ein klares Verbot von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man Geschlechtsorgan mit der, es gibt ein Hadith von Salman radhiyallahu anhu, dass er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir unsere Geschlechtsorgane mit der rechten Hand berühren. Dann nimmt man Wasser, wäscht man sich von vorne von hin. Und da kann man, wenn man zum Beispiel nicht sicher ist, dass man sauber ist, die Hand, dann könnte man das gegen die Wand oder gegen den Boden reiben, damit das besser sauber wird. Aber wenn man das auch nicht machen will, kein Problem. Dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, drei Handmengen Wasser genommen, Handmengen. Es gibt natürlich in einer Überlieferung mit beiden Händen, so, dreimal. Es gibt eine Überlieferung mit drei. Und dann hat er die Haare richtig, sage ich jetzt, nass gemacht, auch zwischen Kopfhaaren. Und dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, Wasser auf seinen ganzen Körper, dann hat er Wudu genommen. Und Wudu, wir müssen das Wort Wudu eher erklären. Heißt das wirklich die rituelle Waschung? Oder heißt das, dass er nur die Körperorgane gewaschen hat? Beide könnten
richtig sein. Aber richtig ist, wenn man sagt Wudu hier, es gibt bei Maimuna, bei dieser Überlieferung von Maimuna, bei Maimuna, da hat sie gesagt, er hat Wudu genommen, wie zum Gebet. Aha. Wie zum Gebet ist klar. Da. Das heißt, man macht genau Wudu zum Gebet. Wie viel Mal wäscht man den Mund und die Nase und die Hände und so weiter? Du kannst nur einmal machen, du brauchst nicht dreimal. Wenn du auch mehr willst, dann bitteschön, aber maximal dreimal. Aber das ist die Sache. Noch dazu, wenn man Wudu gemacht hat, wäscht man die Füße oder nicht? Normalerweise bei Wudu, du wäschst die Füße. Aber hier gibt es eine Überlieferung, dass der Prophet sallam am Ende die Füße gewaschen hat. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du die Füße bis am Ende oder du wäschst die Füße und nochmal am Ende wäschst du nochmal. Und ich bin eher vielleicht für diese Ansicht, wenn man Zweifel bekommt. Warum? Damit man sicher ist, dass man alles richtig gemacht hat. Auf jeden Fall, nachdem man Wudu genommen hat, dann nimmt man drei Handmengen Wasser oder zwei Händemengen Wasser, schüttet man auf den Kopf, macht nass und dann auf den ganzen Körper. Man fängt mit rechts oder mit links. Wir haben keinen Beweis hier, klaren Beweis mit rechts oder links, aber besser ist mit rechts, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet sallallahu hat immer gemocht, dass er mit der rechten Seite anfängt. Deshalb, man wäscht erstmal die rechte Seite und dann die linke Seite und am Ende wäscht man die Füße und da ist man fertig von Rüssel. Und mit diesem Rüssel, mit dieser Ganzkörperwäschung kannst du dann beten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam danach gebetet hat. Und das ist bei Abu Dawud. Aisha radhiallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich gewaschen, Ganzkörperwaschung. Und er hat danach gebetet, ohne Wasser zu nehmen dazwischen. Das wird ohne dazwischen Wudu zu nehmen. Wer so sich gewaschen hat. Aber wenn man sich nur unter Wasser getan hat, ohne dass man Wudu nimmt, dann muss man sich da muss man sich waschen hier das Gebet. Dann barakallahu fikum am Ende in Hadith von Maimuna, sie hat gesagt, dann habe ich ihm ein Tuch gegeben, wie Badetuch oder Handtuch, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht angenommen. Der Prophet hat das nicht angenommen, hat es nicht angenommen. Pass auf. Heißt das? Was heißt das, dass er das nicht angenommen hat? Heißt das verboten? Nein, es gibt dafür keinen Beweis. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach etwas nicht getan hat, das heißt nicht unbedingt, dass dies verboten ist. Das ist eine Regel, ihr sollt das lernen. Dann zweitens, heißt das, dass es unerwünscht ist? Könnte. Es könnte. Weil der Prophet das nicht gemacht hat. Oder, barakallahu fikum, das ist Beweis, dass dies erlaubt ist eigentlich. Erlaubt, aber ich will das nicht machen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zum Beispiel, er wollte ein Fleisch, eine Art von Fleisch nicht essen. Aber er hat nicht gesagt, das ist verboten. Er hat gesagt, ich esse es nicht, aber ich sage nicht, dass es verboten ist. Ich verbiete es nicht. Und deshalb, barakallahu fikum, dass er sich nicht getrocknet hat, salawatu rabbi wa salamu alayhi, mit Tuch, das heißt nicht, dass es verboten ist, sich zu trocknen. Das kann maximal unnervös sein, oder eher richtig ist, dass es erlaubt. Du kannst entweder, natürlich in der Wüste, barakallahu fikum, wenn mal innerhalb einer Minute bist du trocken. Wenn man das nicht probiert hat, man hat das probiert, wirklich, du bist innerhalb einer Minute trocken. Ich übertreibe nicht. Eine Minute bist du trocken. Deshalb, das ist anders. Hier zum Beispiel, das ist anders. Du kannst Tuch
benutzen. Wallahu ta'ala ma'ala wa a'lam. Barakallahu fikum, sagt Allah, 112. Umm Salama ist die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich bin eine Frau und ich binde meine Haare, wenn ich mich nach Janaba Zustand, wenn ich mich mal waschen will, soll ich meine Haare aufbinden? Das wird lösen. Er sagte, nein. Ist es genug für dich, dass du drei Handmenge Wasser auf deinen Kopf schüttest? Das ist bei Muslim. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Muslim. Überlegt. Das heißt, die hat diese, wie heißen die? Zöpfe. Und die hat, und die macht die Zöpfe zusammen. Oh, es gibt Frauen, die machen das zusammen. Jetzt, wenn sie Janaba-Zustand hat und sie will sich waschen, soll sie die Zöpfe auflösen oder nicht? Das ist die Frage hier. Und zwar, die Gelehrten haben verschiedene Ansichten. Und zwar, bitte aufpassen, es gibt Waschung, Ganzkörperwaschung. Einmal von Janaba, nach Geschlechtsverkehr, feuchten Traum, und einmal nach Periode oder Wochenbett. Deshalb die Gelehrten, die machen Unterschied. Manche sagen, bei Janaba, nein, die Frau braucht ihre Zöpfe nicht aufzubinden, aufzulösen. Sie kann nur hier Haare nass machen und fertig. Dreimal. Bei Periode und Wochenbett, ja. Sie muss das auflösen. Das ist das Erste. Zweitens, die sagen, sie braucht bei beiden nicht. Nein. Sie braucht die Haare nicht aufzulösen bei beiden. Die dritte Ansicht, ja. Die dritte Ansicht, sie braucht das bei dem und bei dem, barakallahu fikum, zu machen. Gibt es dafür einen Beweis? Gibt es dafür einen Beweis, dass sie das machen muss? Es gibt eine Überlieferung, aber das Wort, dass sie für Periode und Wochenbett ihre Haare auflösen muss, damit sie die Haare wäscht, das ist barakallahu fikum schwach. Das ist schwach. Und deshalb ist es erwünscht, eventuell nach Periode und Wochenbett, dass die Frau ihre Haare auflöst. Dass sie ihre Haare auflöst. Aber nach Janaba, es braucht sie überhaupt nicht, weil die Überlieferung barakallahu fikum klar ist. Und noch als Beweis dafür, und zwar, Muslim hat überliefert, Imam Ahmed, dass Aisha gehört hat, dass Ibn Amr, radhiallahu alayhi, dass er den Frauen gesagt hat, sie müssen ihre Haare auflösen oder aufbinden, wenn sie sich waschen. Da hat sie gesagt, was ist los mit Ibn Amr? Ich habe mich gewaschen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es war von einem Gefäß zusammen und ich habe nur drei Handmengen Wasser für meine Haare gebraucht und der Prophet hat dazu nicht gesagt. Deshalb, das ist genug. Manche Gelehrten sagen, Ibn Amr meinte für beide Waschungen. Das ist die dritte Ansicht. Und deshalb hat Aisha gesagt, das geht nicht. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Macherin, weil es andere
Beweise gibt, da kann man so sagen, ist es empfehlenswert für Frau, die Haare aufzubinden nach Wochenbett oder nach einer Periode, aber nach Janabe-Zustand braucht sie das nicht. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.